Hey, willkommen zurück zu meinem zweiten Special-Video. Du hast ja schon vor ein paar Tagen das erste Special-Video wahrscheinlich gesehen, wo es darum geht, was ich 18- bis 30-jährigen, Jahre alten Männern empfehle, um heiße Frauen zu bekommen. Ich bin hier momentan in meiner Heimat und habe Lust auf so ein paar alternative Videos, die auch so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, Gesamtentwicklung als Mann, Lebensgestaltung als Mann, weil das sind auch sehr, sehr wichtige Aspekte für deinen Erfolg bei Frauen. Auf diesem Channel ging es ja bis jetzt eher um Flirt-Tipps, gewisse Situationen, wie spricht man Frauen an, wie lernt man Frauen kennen, wie nimmt man Frauen mit nach Hause, was ist in einer Beziehung wichtig. Und ich möchte das Ganze jetzt gerne und auch in der Zukunft erweitern um diesen Gesamtleben-Aspekt. Also wie verbessert man sein Leben als Mann insgesamt und wird so zu einem attraktiveren Mann. Denn das ist ein riesiger Teil des, wie werde ich besser im Flirten, und auch ein großer Teil von meinen Coachings, die ich gebe. Und deswegen soll es hier heute in dem Video darum gehen, um Finanzen, um Finanzielles und um so ein paar finanzielle Regeln, die ich bis jetzt in meinem Leben gelernt habe. Wie immer, wenn ich diese Videos mache, ich bin nicht der Meister, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich bin bei all diesen Dingen auch auf meiner Reise, wir sind zusammen auf der Reise. Ich bin nicht der reichste Mann der Welt, nicht der Mann, der sich am besten mit finanziellem und Geld auskennt. Aber ich habe vieles gelernt über meine Zeit, auch über meine Zeit als Selbstständiger, gerade im Umgang mit Geld. Und ich möchte dir mein Mindset, also meine Einstellung zum Thema Geld heute mitgeben. Und ich bin mir sicher, dass sie dir auf jeden Fall weiterhelfen wird, vor allem, wenn du vielleicht gerade Probleme im finanziellen Bereich hast. Schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie du diese neue Art von Video findest. Findest du es interessant? Findest du es weniger interessant? Was für Themen würden dich da in so einem breiteren Spektrum noch interessieren? Schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf, von euch zu hören, wie immer. Also, Finanzielles. Ich sehe immer wieder, dass viele Menschen eine absolut grauenhafte Einstellung zum Thema Geld haben. Und zwar deswegen, weil sie sehr in dieser Konsumfalle festhängen. Und Konsumfalle bedeutet einfach, das neue iPhone kommt raus und du hast das Gefühl, oh mein Gott, ich brauche das neue iPhone, ein neues Statussymbol, und du schmeißt dein Geld raus für das neue iPhone. Oder die neue Version deines Autos kommt raus und du schmeißt das Geld raus, um die neue Version deines Autos fahren zu können. All diese Dinge sind natürlich sinnvoll für die Leute, die die Sachen machen. Es ist sinnvoll für unsere Konsumgesellschaft und ist auch das, wo die Leute dich hinbewegen wollen. Ich selbst bin ja im Marketing tätig, ich selbst bin meine eigene Marketingabteilung und kenne mich deswegen auch gut mit Marketing aus, muss ich an der Stelle sagen. Und ich sehe halt immer wieder, wie Autos oder irgendwelche Verbrauchsgegenstände einfach so dargestellt werden, dass du denkst, das ist cool und das müsstest du unbedingt haben. Und auf diese Art und Weise schaffen es schlaue Marketingleute, dir dein Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ich will dir einmal erklären, wie ich mit meinem Geld umgehe, weil ich glaube, dass jeder Mann, der sich verbessern will, der dafür sorgen will, dass er ein gutes Leben führt, ungefähr so mit Geld umgehen sollte. Das kannst du natürlich wie immer selbst bewerten. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Bei mir ist es so, dass ich kaum Geld für irgendwelche Konsumgüter ausgebe, weil bei mir ist Geld gleich Freiheit. Jeder Euro, den ich besitze, heißt Freiheit für mich. Ich bin jetzt an einem relativ glücklichen Punkt, dass ich sagen könnte, hey, wenn ich wollte, dann bräuchte ich jetzt für ein, zwei Jahre einfach nicht zu arbeiten und könnte von dem leben, was ich jetzt habe. Also ich könnte ein, zwei Jahre einfach gut leben und bräuchte nicht mehr arbeiten. Freiheit. Geld bedeutet in diesem Fall Freiheit. Und das Problem mit Konsumgütern ist, dass Konsumgüter dir deine Freiheit wegnehmen. Das heißt, wenn du dir den neuen coolen BMW kaufst, und das sehe ich oft bei, gerade bei türkischen Männern zum Beispiel, ich habe das Gefühl, türkische Männer haben immer so diese, bei denen ist es ganz wichtig, dieses Statussymbol-Ding ist super wichtig, die holen sich dann den neuesten BMW, um, damit sie cool sind und solche Sachen. Und das ist genau die Falle, in die man tappen kann, dass du dir diese Dinge kaufst, weil du denkst, es wären krasse Statussymbole. Das Problem ist aber, wenn du selbst kein krasser Typ bist, dann wird dir auch dieses Statussymbol kaum weiterhelfen. Das heißt, wenn du selbst nicht sehr erfolgreich mit Frauen bist oder vielleicht auch in der Umgebung von Frauen sehr schüchtern bist, dann wird dir dieses Statussymbol Auto überhaupt nicht weiterhelfen oder neue Uhr oder neues Handy oder teure Klamotten. Das heißt, damit diese Sachen effektiv sind, musst du sowieso an dir arbeiten. Diese Sachen können das nicht alleine schaffen. Das Problem mit Autos, mit teuren Handys, mit Finanzierung von Sachen ist, du bist die Bitch dieser Sachen. Du bist der Sklave der Sachen, die du kaufst. Ja, das ist das Gegenteil von Freiheit. Normalerweise bedeutet Geld Freiheit. Viel Geld zu haben bedeutet, ich kann machen, was ich will, wann ich es will. Ich bestimme über meine Zeit und ich muss nicht jeden Morgen zu jemandem auf die Arbeit rennen und für den 8 Stunden ackern, weil ich Geld brauche, um zu überleben.
Geld ist Freiheit und ich überlege mir immer ganz genau, möchte ich einen Teil meiner Freiheit abgeben, um das da zu bekommen? Das solltest du dich fragen, möchte ich meine Freiheit, einen Teil meiner Freiheit aufgeben, um das da zu bekommen? Wenn ich mir jetzt ein Auto lease, angenommen ich lease mir einen Porsche für, also ich lease mir einfach einen Porsche, ich finde Porsche cool, wenn ich mega viel Überflussgeld hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch einen Porsche kaufen, aber wirklich dann erst, wenn richtig viel da wäre, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich nicht wüsste, wohin damit. Ein Porsche kostet in der Unterhaltung roundabout ein Taui im Monat. Es kommt darauf an, welche Variante, aber sagen wir mal ein Tausender. Mit allem drum und dran, ungefähr ein Tausender kostet ein Porsche Unterhalt im Monat. So, wenn du dir jetzt einen Porsche kaufst, dann ist es vielleicht cool und es ist ein Statussymbol, aber du bist die Bitch, also der Sklave dieses Porsches, denn du arbeitest für diesen Porsche. Du arbeitest 1000 Euro im Monat ab für diesen Porsche. Das sind 1000 Euro, die dir von deiner Freiheit genommen werden und die du verpflichtet bist, in diesen Porsche zu investieren. Und so ist es mit allen Sachen, die du finanzierst, mit allen Sachen, die du in diesem Fall dir kaufst. Da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, wenn du jetzt, sage ich mal, Immobilien erwirbst und du vermietest die Immobilien dann danach, dann ist das eine andere Sache, dann ist das ein Investment, aber zum Beispiel ein normales Auto, was du kaufst, verliert halt an Wert, sobald du das Auto auf die Straße fährst. Der Vater von meiner Ex-Freundin hat zum Beispiel Oldtimer gekauft und hat sich mal einen Oldtimer gekauft und der ist nach einem Jahr schon im Wert gestiegen. Das ist eine andere Möglichkeit, aber die meisten Leute hauen halt ihr Geld für den größten Blödsinn raus, den sie auch gar nicht wirklich brauchen oder haben wollen, nur um dann nach ein paar Wochen festzustellen, dass sie gar kein Interesse mehr an dieser Sache haben. Denn das ist auch so eine Sache, das hört auch niemals auf. Also der Zirkel geht immer weiter. Du kaufst dir etwas, du fühlst dich gut, dann wird diese Sache normal für dich. Dann kommst du wieder zurück auf das normale Emotionslevel. Dann musst du wieder was kaufen, um wieder diesen Spike von guten Emotionen zu bekommen. Das heißt, es endet einfach nie. Und wenn du dann Sachen auf Finanzierung kaufst, wenn du dir zum Beispiel ein Auto kaufst, dann bist du einfach der Sklave dieses Autos. Du musst dann arbeiten, weil du dieses Auto bezahlen musst. Wenn du dir irgendwas auf Finanzierung kaufst, einen Laptop oder einen tollen Fernseher, dann bist du der Sklave dieses Produktes. Ja, dann ist das nicht dein Fernseher, sondern ist das deine Verantwortung, dann ist das dein Negativinvestment. Denn du musst arbeiten, um diesen Fernseher zu finanzieren. Ja, du hast dich verpflichtet zu arbeiten, um diesen Fernseher zu finanzieren. Das heißt, das nimmt dir Freiheit weg. Und ich würde empfehlen, dass man mit Geld schlau umgeht. Sachen, wo ich denke, die sollte man, da kann man Geld für ausgeben, ist gutes Essen, also gutes, qualitatives, gesundes Essen. Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, wenn du dir eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter holst, dann ist das vollkommen super. Dann finde ich das perfekt, weil du an deinem Körper, an deiner Gesundheit arbeitest. Persönliche Weiterentwicklung kann sowas sein wie Coachings machen im Flirtbereich, in irgendeinem anderen Bereich. Denn Coachings bedeutet immer, dass du dich schnell weiterentwickelst. Wenn du ein Unternehmen hast und du nimmst Coachings bei erfolgreichen Unternehmern, dann kann dein Unternehmen schneller wachsen. Das ist ein Investment, was sich auszahlt. Wie gesagt, Geld in Investments zu stecken macht immer Sinn. Ja, das sind Sachen, in die kannst du gerne Geld investieren. Ich würde auch Geld investieren in so Sachen wie Erlebnisse. Ja, Erlebnis ist so ein Zwischending. Erlebnis ist natürlich auch kein Investment, aber es ist wertvoller als zum Beispiel ein Fernseher. Ich gehe lieber mit meinen Freunden eine Woche auf eine geile Reise, statt mir einen Fernseher zu kaufen, weil diese geile Reise habe ich, das verbindet mich mit meinen Freunden und erhöht meine Lebensqualität. Aber dieser Fernseher, der kostet mich Geld, dann bin ich der Sklave des Fernsehers und dann raubt er mir auch noch meine Lebenszeit, indem ich vor diesem Fernseher rumhocke. Und dadurch zum Beispiel keine Zeit da, besser mit Frauen zu werden, besser im finanziellen Bereich zu werden oder vielleicht die Beziehung zu meinen Freunden zu stärken. Das heißt, ich würde dir empfehlen, wenn du irgendwie Geld hast oder wenn du irgendwie überlegst, etwas zu kaufen, frag dich immer, möchte ich Freiheit eintauschen, um diese Sache zu bekommen? Wie viel Sklave möchte ich sein für die Sachen, die ich mir kaufe? Ich würde dir empfehlen, nie etwas auf Finanzierung zu kaufen. Es gibt eine Sache, die ich noch abbezahlen muss, das ist mein BAföG damals, mein Studienkredit sozusagen, das BAföG, das muss man aber auch nur zur Hälfte zurückzahlen. Ansonsten habe ich einmal in meinem Leben einen Kredit aufgenommen für einen MacBook, das war aber nicht besonders hoch, es waren 35 Euro im Monat und das habe ich dann irgendwann auch komplett abbezahlt. Rückblickend gesehen hätte ich es einfach nicht machen sollen. Kauf dir Dinge dann, wenn du genug Geld hast, wenn du Geld im Überfluss hast. Und ansonsten nimm dein Geld und investiere dein Geld. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Investment. Also ich will überhaupt nicht sagen, ich wäre jetzt der Investment Master. Ich habe ein bisschen in Kryptowährung investiert. Ich habe ein bisschen was in Rentenversicherung gelegt, lege ich jeden Monat. Ich möchte in Zukunft gerne in Immobilien investieren, aber ich bin absolut am Anfang dieses Investment-Themas. Das heißt,
Ja, ich würde dir empfehlen, gute Investments zu machen, aber ich kann dir nicht sagen, was das ist, denn ich habe da selber noch nicht so viel Ahnung von. Nichtsdestotrotz habe ich Ahnung von gutem Umgang mit Geld, denn das habe ich auch in meiner Familie immer schon so gelernt. Und wenn du Probleme mit Geld hast, dann ist die erste Sache, die ich dir empfehlen kann und die ich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, die ich aber eigentlich nicht brauchte, weil ich es bereits konnte, ein Ausgabenbuch zu führen. Also schreib dir wirklich auf, was gebe ich aus, wofür. Immer wenn du Geld ausgibst, schreib es dir auf und dann schau dir mal an, für wie viel Scheiße du dein Geld ausgibst und ob es das wirklich wert ist. Und dann frag dich immer diese eine zentrale Frage, möchte ich meine Freiheit opfern, um diese Sache zu haben? Möchte ich wirklich 1000 Euro im Monat, 1000 Euro Freiheit opfern, um einen Porsche fahren zu können? Ja, nehmen wir mal an, 1000 Euro bedeutet für dich, du musst in der Woche, keine Ahnung, nehmen wir an, es ist so ein Nebenjob-Ding, dann sind es vielleicht ungefähr 12, 5, nee, das wären dann 400 Euro. Dann sind es, sagen wir mal, du arbeitest, ja, sagen wir, du hast einen ganz normalen Job, auf dem du mehr als Mindestlohnniveau verdienst und du arbeitest, ich sag jetzt mal, 15 Stunden die Woche für diesen Porsche. Wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger. Willst du wirklich 15 Stunden die Woche für diesen Porsche arbeiten, nur weil er mehr Prestige bedeutet, statt dir zum Beispiel 1&1 hat ein interessantes Angebot, wo du dir ein Auto leasen konntest für 100 Euro im Monat und alles damit drin, Versicherung, Gratiskilometer, oder willst du dir lieber für den Zehntel davon einfach ein Auto holen, was fährt, was die gleiche Funktion erfüllt wie der Porsche, nur nicht diesen Prestige-Teil hat? Und glaub mir, die Werbung, der Marketingapparat möchte es dir gerne glaubwürdig machen, dass es sich lohnt, solche Dinge sich zu kaufen oder sich die neuesten krassen Gucci- und Armani-Klamotten zu kaufen, um die Frauen zu beeindrucken. Und das hilft dir auch. Also es ist natürlich besser, wenn du einen Porsche hast, als wenn du einen Corsa hast. Aber wenn die anderen Sachen nicht stimmen, wenn du als Persönlichkeit, wenn du als Charakter nicht gut aufgestellt bist, wenn du als Mann darüber nicht gut aufgestellt bist, dann wird dir das überhaupt nichts helfen. Das heißt, das ist mehr so ein Bonus. Aber um die Grundlage solltest du dich vorher kümmern. Und meiner Meinung nach ist ein guter Umgang mit Geld, wenn du so viel Freiheit wie möglich dir behältst und so wenig negatives Investment machst, wie du kannst. Also negatives Investment wie Finanzierung, wie Schulden, wie teure Sachen kaufen, die du dir nicht leisten kannst. Und dann kommt da der Punkt, wo Geld für dich arbeitet. Ich habe zum Beispiel mittlerweile ein System aufgebaut, in dem ich in meinen Werbeapparat Geld reinstecken kann und fast komplett zuverlässig hinten mehr Geld rauskommt. Das heißt, ich sage meinem Werbeapparat, zum Beispiel Facebook-Werbung, hey, mach bitte für so viel Geld Werbung für mich. Und Facebook, dieser Apparat, leitet das dann um auf meine Website und dort wird Geld generiert für mich. Und ich muss nichts machen, außer diesem Apparat zu sagen, was er machen soll und Geld vorne reinzustecken und es druckt mir quasi hinten mehr Geld raus. Das heißt, überleg dir immer, wie kann ich schlau mit meinem Geld umgehen? Wenn du zum Beispiel Immobilien kaufst und die sind dann irgendwann abbezahlt, weil du Mieter drin gehabt hast, dann ist es irgendwann so, dass die Immobilien Geld drucken. Also du bekommst Geld von diesen Immobilien, positiv gesehen. Das heißt, man sagt immer, Geld arbeitet für dich. Geld arbeitet dann für dich, wenn du dir positive Geldsysteme schaffst, wie zum Beispiel ein Online-Business, wie ein Immobilien-Business. Du kannst Bücher auf Amazon, also du kannst mit Büchern Geld machen, wie ich das auch mache. Alles, was nicht unbedingt deine Zeit erfordert. Meine Bücher auf Amazon zum Beispiel. Wenn du die nicht kennst, übrigens die Zeus-Methode, mein erstes Buch, großer Bestseller auf Amazon, mal angucken, ist hier. Erster Link in der Beschreibung. Da lernst du, wie du deine Männlichkeit stärken kannst und attraktiver für Frauen wirkst. Erster Link in der Beschreibung. Diese Sachen sind halt, das ist eine Geldmaschine, denn ich habe einmal dafür gesorgt, dass diese Sachen gut ranken im Amazon-Algorithmus, ja, dass Leute diese Sachen finden und jetzt ist Amazon da und schickt mir den Traffic, also schickt mir die Kunden. Ich muss nichts mehr machen, ich muss auch kein Geld mehr reinstecken, damit ich Kunden bekomme, Amazon schickt mir die Kunden. Ja, ich habe dieses Geldsystem aufgesetzt und jetzt arbeitet das für mich. Mein Geld, das ich da und meine Zeit, das ich da am Anfang, die ich am Anfang rein investiert habe, arbeitet jetzt für mich. Geld sollte immer dafür da sein. Du solltest dir immer überlegen, wie kann ich mein Geld benutzen, um noch mehr Geld zu machen. Weil wenn du viel Geld hast, dann hast du Freiheit, dann kannst du machen, was du willst. Und stell dir vor, wie geil ist das, wenn du einfach, also ich habe die Möglichkeit zum Beispiel, ich kann jetzt von hier aus arbeiten, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich bin jetzt Anfang Mai für 11 Tage auf Mallorca, da werde ich ein bisschen arbeiten mit ein paar auch Online-Arbeitskollegen, Online-Business-Arbeitskollegen, wir werden feiern, wir werden ein bisschen arbeiten, das ist eine tolle Sache, aber das ist noch nicht mal das Tollste, denn irgendwann kommt auch der Punkt, wenn du es richtig machst, wenn du über Jahrzehnte gut investierst, kommt der Punkt, wo du halt wirklich auch gar nicht mehr arbeiten musst und dann gehört deine komplette Lebenszeit dir.
die gehört dir. Du musst nicht mehr morgens aufstehen und zu irgendeinem Job gehen. Und das heißt nicht, dass du das nicht machen solltest, denn selbst wenn deine ganze Zeit dir gehört, solltest du natürlich trotzdem noch irgendwas tun im Leben und das würdest du auch wollen. Also du hängst da nicht die ganze Zeit zu Hause rum. Das machst du vielleicht für 3 Wochen, aber dann wird dir langweilig. Aber es geht einfach nur darum, dass du deine Zeit in der Hand hast, dass du dein Leben komplett kontrollieren kannst. Und fall nicht rein auf diese ganzen Marketingversprechen von wegen in 2 Tagen zu einem Online-Business, das dir 20.000 Euro generiert. Das ist kompletter Blödsinn. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, weil das einfach meine Umgebung ist, die sich zum Beispiel mit einem Online-Unternehmen viel, viel Geld aufgebaut haben, die viel Geld verdienen, aber das ist auch über Zeit passiert. Die haben sich reingehängt, die haben Fehler gemacht. Ich selbst habe 1000 Fehler in meinem Online-Business gemacht und es läuft bei weitem noch nicht so gut, wie es laufen könnte. Es läuft super, aber immer noch nicht bei weitem so gut, wie es laufen könnte. Und deswegen überleg dir immer, wenn du Geld verdienst, wie kann ich dieses Geld nutzen, um noch mehr Geld zu machen? Wie kann ich diese Freiheit nutzen, um noch mehr Freiheit zu bekommen? Und hör auf, irgendeine Scheiße zu kaufen, die du nicht brauchst, wo du 2 Tage später merkst, ja toll, dass ich es mir gekauft habe, aber ja, jetzt ist die Lust daran auch vergangen. Verschwende dein Geld nicht für so eine Scheiße. Und verschwende dein Geld auch nicht für eine Freundin im überschwänglichen Maße. Klar kannst du deine Freundin einladen, klar sollst du deiner Freundin schöne Geschenke machen, wenn sie mal Geburtstag hat. Aber pass auf, dass du nicht in eine Beziehung gerätst, wo du mit einer Frau zusammen bist, die dich zum Beispiel ausnimmt, die wegen deinem Geld da ist, die immer Geschenke von dir haben will. Sei vorsichtig bei sowas. Das kann nämlich relativ schnell passieren. Ist mir noch nicht passiert, aber ich habe schon davon gehört. Von Teilnehmern auch. Geh mit deinem Geld schlau um. Und wenn du merkst, du gehst bis jetzt dumm mit deinem Geld um, dann mach so ein Haushaltsbuch, leg dir so ein Haushaltsbuch an und zähle einfach deine Einnahmen und Ausgaben. Darüber hinaus übertreib es natürlich nicht. Ich habe auch einen guten Freund von mir, der ist super, super geizig. Mit dem kann man zum Beispiel einfach teilweise auch gar nichts richtig machen, weil er nicht bereit ist, für Dinge Geld auszugeben, obwohl er das Geld hat. Also es kann auch zu extrem sein, aber ich glaube, die meisten Leute tendieren eher dazu, schlecht mit ihrem Geld umzugehen, als zu vorsichtig. Deswegen werden die meisten Leute wahrscheinlich davon profitieren, wenn sie gut mit ihrem Geld lernen umzugehen und ein bisschen vorsichtiger sind. Und das trägt auch wieder dazu bei, zu der Sache, die ich im letzten Video gesagt habe. Wenn du dein Geld gut managst, dann stehst du irgendwann finanziell in einer super Position da. Du willst halt nicht 30 sein oder Mitte 20 und merken, oh, ich habe haufenweise Schulden, ich kann gerade so mein Essen bezahlen und meine Miete. Denn wenn du erfolgreich mit Frauen werden willst, dann ist es natürlich auch nicht besonders hilfreich. Du kannst auch als jemand, der gerade so seine Miete bezahlen, sein Essen bezahlen kann, kannst du mit vielen Frauen schlafen. Versteh mich nicht falsch. Habe ich oft genug gesehen. Habe ich selbst gemacht, früher als ich Student war und nicht viel Geld hatte. Absolut möglich. Aber es ist doch einfach hilfreich, wenn du finanzielle Mittel hast. Das ist einfach ein Riesenvorteil. Ja, auch ein Riesenanziehungsvorteil. Das muss man einfach sagen. Wenn du dich um deine Finanzen kümmerst, dann zeigt das der Frau einfach, dass du ein stabiler Mann bist. Das ist einfach ein Vorteil. Wie gesagt, das geht auch ohne, aber es hilft dir einfach nur. Und warum solltest du Dinge nicht tun, die dir helfen? Das ist genau, wie ich immer sage, hey, Aussehen ist nicht so wichtig. Und was ich damit meine, ist nicht, dass Aussehen nicht komplett wichtig ist. Natürlich ist Aussehen für Frauen wichtig. Aber du siehst nun mal so aus, wie du aussiehst. Und wenn du ins Fitnesscenter gehst, wenn du dich gesund ernährst, wenn du dich um dein Aussehen kümmerst, wenn du dich gut kleidest, und das muss nicht teuer sein, gut kleiden, wenn du das alles machst, dann machst du ja bereits alles, was du machen kannst. Dann musst du dir über Aussehen nicht einen weiteren Gedanken mehr zu machen. Denn dein Grundaussehen kannst du ja erstmal nicht verändern. Und wenn du alles dafür tust, dass du fit bist, dass du gesund bist, dass du gut angezogen bist, dann machst du alles, was du tun kannst. Und dann brauchst du dir im Aussehen keinen Kopf mehr zu machen. Ja, und genauso ist es halt mit Geld. Geld, Aussehen, Fitness, Muskeln, das sind alles Sachen, die sind ein Bonus. Und es ist schlau, diese Dinge zu machen, aber du brauchst sie alle nicht, um erfolgreich mit Frauen zu werden. Aber es ist schlau, sie zu machen. Warum würdest du dir extra in den Fuß schießen wollen? Also du weißt, dass diese Dinge helfen, warum würdest du sie dann nicht tun wollen? Und diese Dinge helfen ja nicht nur bei Frauen, es hilft dir ja auch selber, wenn du fit bist, wenn du muskulös bist, wenn du gesund bist, wenn du Geld hast, das ist ja auch toll für dich, das hilft dir ja auch, das ist gesund, das ist psychisch gesund. Ja, das wird dir helfen, einen guten Selbstwert von dir, ein gutes Selbstbild von dir zu haben. Du kannst Dinge im Leben machen, du hast gewisse Freiheiten, weil du Geld hast. Kümmere dich ordentlich um deine Finanzen und hör auf, Geld für irgendeine Scheiße auszugeben. Schön, dass du dabei warst. Hier links kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du das Quiz machen, in dem du rausfindest, wie attraktiv du auf Frauen wirkst und wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Und unten rechts in der Ecke gibt es ein Video, das ich dir speziell empfohlen habe und das dich interessieren wird, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.